Hallo und herzlich willkommen bei TechPros. Im heutigen Video tue ich die normalen Knöpfe durch diese 9mm Luger-Patronen ersetzen, was ziemlich cool ausschaut. Diese X-, Dreieck-, Viereck- und Kreistasten werden dadurch ersetzt. Und das Ganze werde ich jetzt im Schnelldurchlauf euch zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir den Controller zerlegt haben, tun wir noch die vorherigen Tasten ausbauen. Einfach von unten draufdrücken, dann kommen die schon rausgesprungen. Die sind nicht festgemacht, wie ich schon in anderen Videos erwähnt habe. Einfach nur reingelegt und dann werden wir sie durch die 9mm Patronen ersetzen. Da müsst ihr aufpassen, die haben verschiedene Kanten, wo man die reinlegen muss. Das hat auch alles seinen Platz. Also ihr könnt nicht jede Patrone einfach bei X und so reinlegen. Das hat die alles seinen vorhergesehenen Platz. Und nachdem ihr das gemacht habt, schrauben wir den ganzen Controller nochmal zusammen. Einfach alles rückwärts so machen, so wie ihr ihn zerlegt habt, und dann sollte auch nichts dabei schief gehen. Und nun ist es vollbracht. Ich habe die Patronen drinnen. Wie ich finde, ist es wirklich super geworden. Es passt perfekt zum Thema, also weißer Controller mit angeblich roten Blutflecken und den 9mm Patronen. Sie drücken sich gut, sie wackeln ein bisschen, weil die ein bisschen kleiner sind im Umfang als die herkömmlichen Tasten. Aber das stört gar nicht, man gewöhnt sich schnell dran. Ich habe jetzt 1-2 Stunden gespielt damit und ich finde es ganz cool. Mir gefallen sie, ich bin glücklich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, wäre natürlich super. Mit einem Daumen nach oben würdet ihr mir sehr helfen. Wenn ihr auch meinen Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das tun. Ist kostenlos, bleibt kostenlos. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.